Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Video mit dem vermutlich nächsten Leak. Wir haben uns lange, lange gefragt, welche Lok wohl als nächstes kommen wird für den deutschen TSV-Raum. Es ist ja eine Lok angekündigt, in der letzten Roadmap stand aber nichts dazu. Jetzt gab es ein Update für Dresden-Riesa bzw. für den TSV mit recht vielen größeren und kleineren Änderungen, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen werde. Auf jeden Fall hat sich wohl etwas in den Dateien geändert. Und hier sehen wir einen Leak, der vermutlich auf das nächste DLC hindeutet. Nämlich, ich zoome mal ein bisschen ran, wir sehen es hier, KWG Vectron Eanos SX23-L, beziehungsweise hier KWG Vectron-Lightloco. Sofern also die Benennung dieser Dateien nicht irgendwie willkürlich war oder uns bewusst auf eine falsche Fährte schicken sollte, können wir davon ausgehen, dass die nächste Lok wohl tatsächlich ein Vectron sein wird. Allerdings für Kassel-Würzburg vielleicht aber auch nicht. Gehe ich noch gleich drauf ein. Und mit dazu werden die EANOS-Wagen mit dazukommen, die ja meines Erachtens sehr, sehr lange gefehlt haben im TSW. Und jetzt haben wir die endlich und ich finde die schon sehr, sehr, sehr cool. Wir gehen mal hier zum nächsten Bild, das ich für euch hier habe. Hier, ich glaube, ein Screenshot vom guten Muff, der hat diesen Screenshot hier geschickt. Hier sehen wir, dass der Vectron wohl anscheinend nur in Frachtformationen da sein wird. Also wir sehen halt die 193 immer mit diesem EANOS-Wagen gepaart. Heißt also keine Dostos oder sonst was. Der Vectron wird wohl rein im TSW erstmal im Güterverkehr unterwegs sein. Kann sich natürlich noch ändern, aber Stand jetzt, das, was wir wissen, wird wohl das hier sein, nämlich Güterverkehr. Wir sehen hier noch weitere Screenshots hier von der Datei, aus den ganzen Daten. Und hier sehen wir die Datei hier mit dem Vectron als Rail Vehicle Definition, und zwar RP, das heißt also Rail Pool, ein Rail Pool Vectron. Sofern die Dateibenennung stimmt, können wir dann davon ausgehen, dass das wohl das Repaint sein wird, das wir dann haben werden. Also mindestens das, vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes mit dazu. Und als Wagen haben wir die EANOS-Wagen von VTG. Also das ist auch schon ganz cool. Das ist hier die Lok. Einfach mal einen kleinen Auszug. Könnt ihr euch ja selbst noch zusammen googeln, die Bilder vom Vectron. In der Railpool-Variante mit, ich glaube, 4 Pantographen, also mehr systemfähig, meine ich zumindest. Und das sind die Wagen, die uns dann erwarten. Die EANOS-Wagen haben meines Erachtens sehr lange gefehlt im TSV und jetzt haben wir sie vermutlich bald, sofern das alles hier stimmt, wieder. Ob die Lok für Kassel-Würzburg erscheinen wird, wird aktuell noch heiß diskutiert in den Foren. Es kann nämlich sehr, sehr gut sein, dass eigentlich die Lok für Dresden-Riesa kommen wird, denn Dresden-Riesa hat jetzt zusätzliche Layer bekommen. Also die Zahl an Fahrplanfahrten hat sich bei Dresden-Riesa interessanterweise erhöht, zu vor dem Update. Und das deutet halt eben darauf hin, dass wohl die Vectron-Lok einen eigenständigen Layer haben wird für Dresden-Riesa. Es kann also sein, dass Kassel-Würzburg hier vielleicht bei der Benennung nur eine alte Bezeichnung ist und die Lok gar nicht in diesem Sinne für Kassel-Würzburg erscheint, also mit Fahrplanfahrten und Szenarien und so, sondern halt eben für Dresden-Riesa. Es kann aber auch natürlich sein, dass die Lok für Kassel-Würzburg erscheint und trotzdem einen zusätzlichen Layer bekommen hat für Dresden-Riesa. Das ist natürlich auch möglich. Und was auch noch in diesem Sinne ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass wir, wie gesagt, keine Passagierformation haben. Alles also reiner Güterverkehr erstmal. Die Lok ist mehr systemfähig, das wissen wir ja. Das ist also vor dem Hintergrund vielleicht von zukünftigen Strecken noch ganz interessant, dass die Strecke auch gut im Güter- oder Personenverkehr auf Strecken eingesetzt werden kann, die außerhalb Deutschlands gesettet sind. Also sowas wie Österreich oder Schweiz wird mir da einfallen, Niederlande vielleicht auch, würde auch sehr, sehr gut passen dort in die Gegend. In Frankreich
fahren die, glaube ich, nicht rum. Haben, glaube ich, wie Vectron-Loks aktuell noch keine Zulassung. Da wird, glaube ich, dran gearbeitet. Habe ich vor kurzem erst gelesen. Aber es wird wohl noch einige Jahre dauern. Ja, ne? Also potenziell für österreichische Strecken, für Schweizer Strecken, für niederländische Strecken sollten wir je eine bekommen. Auf jeden Fall einsatzfähig, vorausgesetzt, die entsprechenden Sicherungssysteme sind dann auch mit verbaut. Und das ist ganz interessant zu sehen, wenn die Lok tatsächlich kommt, welche Sicherungssysteme da von Anfang an drin sind. Wenn da jetzt nur PZB drin ist, dann können wir maximal für Deutschland und Österreich die Lok im Einsatz sehen. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass die von Anfang an mit der Zugsicherung der Schweiz ausgestattet ist. Das wäre natürlich ganz interessant dahingehend für zukünftige Schweizer Strecken, die vielleicht von Rivet Games noch kommen könnten. Aber mal schauen, ne? Müssen wir halt gucken. Aktuell ist das, was wir in Informationen haben, genau das, was ich euch gezeigt habe. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ja, wie fasst ihr die Nachricht auf mit dem Vectron als vermutlich neue Lok? Wie gesagt, das ist nichts Offizielles. Das sind in diesem Sinne irgendwelche einzelnen Daten, die Datensätze, die aus den Untiefen vom TSW herausgeholt worden sind, mit irgendeiner Magie, die ich nicht verstehe. Wie findet ihr die Vectron, beziehungsweise den Vectron? Das ist ja der richtige Artikel, ne? Der Vectron, nicht die Vectron, genauso wie der Taurus und nicht die Taurus. Wie findet ihr das? Was ist eure Meinung dazu? Freut ihr euch darauf? Seid ihr da? Hättet ihr was anderes erwartet? Ja, ne? Also lasst es mich gerne mal wissen und dann würde ich sagen, wenn es mehr Informationen gibt, dann wisst ihr, wo ihr sie findet, ne? Gut, danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.